Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erstmal vielen Dank an alle Fraktionen. So wie ich es verstanden habe, werden zumindest die Grundzüge, die Grundannahmen des Konzeptes von allen mitgetragen, einschließlich der Begründung der Wertigkeit sowohl aus sozialer, wirtschaftlicher als auch demografischer Situation heraus, die wir getroffen haben. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Das Zweite ist, lassen Sie mich dann auf einige Punkte eingehen. Herr Jung-Klaus, die Feststellung eines Marktversagens hilft Ihnen gar nichts. Weil Sie müssen nach dieser Feststellung erstmal politische Entscheidungen operationalisieren. Und operationalisieren können Sie unter anderem im Breitbandbereich nichts, aber auch gar nichts, ohne ein beihilferichtiges Verfahren im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Und ich darf Ihnen sagen, dass das Land Brandenburg zu denjenigen gehört, die sich im Gegensatz zu anderen Bundesländern für eine Investitionsförderung entschieden haben, um sicherzustellen, dass wir mit möglichst wenig geringem öffentlichen Aufwand eine Breitbandversorgung in der Fläche des Landes sicherzustellen. Insofern ist der Zeitpunkt 2012 bereits das Ergebnis eines fast anderthalbjährigen Arbeitsprozesses und hat nichts damit zu tun, dass man dem Problem keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das Zweite, meine Damen und Herren, zu den im Antrag vorgelegten Punkten haben wir bereits mehrfach hier gesprochen. Sie sprechen die 30 Millionen an und sagen 150 Millionen sozusagen, die als Gesamtsumme zur Verfügung stehen müssen. Wir haben immer gesagt, ob es 150 Millionen sein werden, wissen wir nicht. Wir können erst dann abschätzen, wenn die ersten Ausschreibungen gelaufen sind. Sie sprachen die eine Region an. Die Ausschreibung läuft gegenwärtig. Und ich darf Ihnen sagen, dass sich vorrangig mittelständische Unternehmen beworben haben. Das heißt, die Konditionen der Ausschreibung waren und sind mittelstandsfreundlich. Und ein Teil der Mittelständler haben sich auch zu Konsortien zusammengeschlossen. Das läuft gegenwärtig in der Auswertung, wird geprüft. Das heißt, eine mittelstandsfreundliche Vergabe ist gesichert. Zweitens, nach unseren Schätzungen werden etwa 70% der Leistungen, die erbracht werden müssen, also Erdarbeiten, Verkabelung und Ähnliches, in der Region bleiben. Das Zweite ist, wir haben immer deutlich gemacht, wir fangen in einer Planungsregion an und versuchen dann so schnell wie möglich die anderen Planungsregionen nachzuziehen. Und ich habe in dieser Woche die Entscheidungen getroffen, eine erneute Änderung oder eine weitere Änderung des operationellen Programms ist eingeleitet. Wir haben rund 55 Millionen Euro zur Verfügung und können, wie angekündigt hier im Parlament, die ersten drei Planungsregionen noch in dieser Legislaturperiode anfangen und wahrscheinlich auch zu Ende bringen, um hier sicherzustellen, dass wir mit dem eingeschlagenen Tempo dann auch weitergehen können. Das Dritte, wir hatten auch bereits bei der ersten Debatte zum Konzept 2020 deutlich gemacht, wir haben einen Bruch der Förderperiode. Das heißt, wir werden 2014 sehen müssen, unter welchen Konditionen kann eine Förderung weiterlaufen. Und die gegenwärtigen Konditionen sehen nicht aus politischer Unfähigkeit der Landesregierung, sondern aufgrund der Beschlusslage in Brüssel vor, dass in dünn besiedelten Gebieten wahrscheinlich der EFRE nicht zum Einsatz kommen darf. Und gerade genau das ist gegenwärtig Abstimmungsgespräch zur Vorbereitung der operationellen Programme. Das kann man jetzt fordern, dass wir das jetzt zu entscheiden haben. Wir können es im Moment noch nicht entscheiden, weil wir genau dazu die Abstimmungsgespräche laufen. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben das Konzept nicht angefangen, um uns dann auf der Hälfte stehen zu lassen. Und selbstverständlich werden wir es realisieren. Und wir werden es so realisieren, dass es so zügig wie möglich die Einbeziehung hier auch gewährleistet. Die beiden von Ihnen angesprochenen Technologien im CDU-Antrag, das Problem ist uns bewusst. Auch das ist Teil sozusagen dessen, was wir im Angebotsverfahren hier lösen wollen und werden. Und wir erwarten hier von den Anbietern auch Lösungsvorschläge und die bei der Auswertung der Angebote selbstverständlich zu Rate gezogen werden. Und das Letzte, das Kompetenzzentrum. Meine Damen und Herren, wir haben ein funktionierendes System, wo wir mit den Breitbandverantwortlichen der Landkreise eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit haben. Sie sind de facto in jedem Schritt einbezogen. Und ich muss ehrlich sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt finanziere ich lieber den Ausbau der technischen Infrastruktur, um uns den gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen, als möglicherweise Mittel zur Verfügung zu stellen für ein Breitbandzentrum, was in dieser Form aus meiner Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Umsetzung des Konzepts nicht notwendig ist. Insofern glaube ich, dass wir das, was im Antrag drin steht, bereits realisieren.
Insofern halte ich ihn nicht für nötig, bedanke mich aber ausdrücklich nochmal für einen Punkt. Ich glaube, dass man hier über Fraktionsgrenzen hinweg die Rolle und Bedeutung, ich sag mal, von festen, glasfaserbasierten Internetverbindungen, nicht nur für den ländlichen Raum, aber auch gerade da, weil da können wir über Marktversagen öffentlich eingreifen, hier nochmal ganz deutlich herausgestrichen hat. Und ich hoffe, dass diese Unterstützung auch nach 2014 weiterläuft. Vielen Dank. Vielen Dank.